Hallo, ich grüße euch zum dritten Teil unserer Serie 1000 Grundfragen, querbeet. Wir wollen uns heute mal mit dem Geldsystem beschäftigen. Ihr wisst ja, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir immer im Wechsel ein weltliches und eher ein geistliches Thema aufgreifen. Und wir werden jetzt das Geldsystem mal besprechen. Das wird natürlich nicht in einem Teil passieren können, das ist einfach zu umfangreiches Thema. Wir werden uns heute erstmal mit den grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Das Geld an sich ist ein widersprüchlicher Begriff. Das, was wir heute unter Geld verstehen, wenn wir also im Euroraum einkaufen, ist ja nicht Geld. Ja? Der Euro, was ist es eigentlich? Es ist ein öffentliches Zahlungsmittel. Das ist die Darstellung, die die EZB herausgegeben hat. Wir wissen auch, wie der Euro entstanden ist. Die Ursache des Euros ist einfach diese großen Haftungsansprüche oder Reparationsansprüche, die das Kaiserreich gegenüber allen Feindstaaten hat, weil die ja nur alle real pleite sind und im Prinzip nur Negativbilanzen aufweisen, während der Kaiser in einem Geldsystem nicht mitspielen konnte, weil er entmachtet wurde. Ja, und in einem Schuldgeldsystem gibt es nun mal keine Gewinner, gibt es nur Verlierer. Und damit die Verlierer die Folgen dieses Geldsystems nicht mit Waren und Gütern bezahlen müssen, hat man also den Euro eingeführt, eine Währung, für die niemand haftet. In demzufolge ist es also keine Währung, sondern es ist nur ein Zahlungsmittel. Und es ist nur deswegen ein Zahlungsmittel, weil das Copyright dafür bei der EZB liegt. Das heißt, ich darf die Geldscheine nicht vervielfältigen, weil das Copyright darauf besteht. Ich werde also nicht wegen einer Fälschung einer Währung bestraft, sondern als Copyright-Verletzung. So. Und die ist dann so groß, weil ja jeder Euroschein hat ja eine Seriennummer. Das ist also nicht eine Vervielfachung, sondern da ist einem jedes einzelne ist einem Unikat. So, gut. Wichtig wäre noch bei der ganzen Euro-Geschichte, dass ja mal früher auf den Euros der Herr Duisenberg unterschrieben hatte. Hat man zumindest gedacht. Und es kam dann raus, dass es nicht so ist, sondern dass diese Unterschrift von alten Gulden rüberkopiert worden ist und da Herr Duisenberg zwar die EZB damals leitete, aber keine Gewähr für die Einlösung des Euros übernommen hatte. So, und später ist dann der Mario Draghi von Goldman Sachs Vorsitzender EZB geworden. Der hat er unterschrieben, aber er übernimmt ja auch keine Haftung für den Euro, sondern das ist einfach nur die Signierung eines Kunstwerks. Ja? Also der Euro ist im Prinzip ein Kunstwert, der auf Papier, auf Wertpapier in dem Sinne gedruckt worden ist, aber der Wert eines Euroscheins liegt in der Größenordnung von 2 bis 3 Euro Cent. Also ein 100-Euro-Schein, also 2 bis 3 Cent wert in der Herstellung. Ne? Weil darin eine Arbeitskraft ist, um diesen Geldschein eben herzustellen, zu prüfen, zu verpacken und so weiter, kann man ungefähr hochrechnen, kommt man bei 2 bis 3 Cent raus, mehr ist es nicht. So, das heißt, der Wert dieses Scheins steckt also nicht in der Arbeitskraft, sondern ist eben eine Vertrauenswährung. Dass also jeder, der den Geldschein annimmt, der Meinung ist, dass er, wenn er einen anderen weiterkriegt, einen Gegenwert von etwa 100 Euro zurückerhält. So, jetzt wäre die Frage, wenn der Euro weder eine Währung ist, weil es keinen Staat gibt, der dafür garantiert, dass es also eingelöst wird, und nur ein Zahlungsmittel, was ist denn dann Geld? Und da hat der J.P. Morgan, das ist ein ziemlich bekannter Bankier und Finanzier, der damals im Prinzip mit dem Eisenbahnbau in den USA im Prinzip an Bedeutung gewonnen hat, also in die zwielichtigen Geschäfte mit den Ureinwohnern verwickelt war, also wo sie denen mit Feuerwasser und glasbaren Boden abgetreten haben. Und dort ist er also zu Wohlstand gekommen. Man muss es wirklich mal so sagen. Das ist also die bittere Geschichte des amerikanischen Eisenbahnbaus. Und da war auch ein Herrn Carnegie mit dran beteiligt. Und heute ist es also eine große Bank, die ziemlich angesehene große Bank. Und da hängt zum Beispiel auch Mastercard mit drin. Also das ist ein Geldprodukt, was die Firma anbietet, wo man sagen muss, das ist als Chipkarte gut funktionierendes System, kann man nicht anders sagen. Und soweit ich informiert bin, gehört auch PayPal mit zu dieser Gruppe. Ne?
Während also Visa-Karte die Rothschild-Bank ist. So, es scheint sich also Mastercard durchzusetzen. Inzwischen sind auch Einzelhandelsgeschäfte dazu übergegangen, Mastercard für den täglichen Einkauf zu akzeptieren. Das ist ein Novum hier in Europa, in den USA ist das schon lange gäbe. Dort wird fast nur mit Kreditkarte bezahlt. Und genauso viele Bezahlvorgänge wie mit der Kreditkarte bezahlt werden, platzen auch. Und der Händler bleibt einem dann auf seinen Kosten sitzen. Und hier ist in Europa und vor allen Dingen in Deutschland eher noch ein Barzahlungsland. Also dort haben die Leute aus gutem Grund nicht das Bedürfnis, auf eine bargeldlose Bezahlung sich einzulassen, weil sie die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise noch sehr deutlich in Erinnerung haben und diesen Papiergeld und Plastikgeld nicht wirklich vertrauen. Wir wollen mal ein Stück in die Geschichte einsteigen. Ich habe mir mal rausgesucht, wie viel mal bestimmte sagen wir mal, Wertmetalle oder auch Geld in der Bibel vorgekommen ist. Und hab ich mal geguckt und da kommt Gold 424 Mal vor. Das ist also bezogen auf die revidierte Lutherbibel. Silber 310 Mal. Edelsteine kommen 22 Mal vor und Geld oder Edelsteine und Geld 140 Mal. So, das ist also das, wie diese Werte sozusagen im Alten Testament und Neuen Testament zusammengenommen verwendet worden sind. Und da gibt es eine beliebte Anekdote, wo also Jesus von den Pharisäern reingelegt werden sollte, ob man denn dem Kaiser nun Steuern bezahlen solle oder nicht. Man muss auch wissen, dass der Kaiser hatte damals Münzen rausgegeben, mit denen die Steuer bezahlt wurde. Soweit ich informiert bin, waren die aus Silber, wurden also dort geprägt und enthielten sozusagen dort das Konterfei des Kaisers, römischen Kaisers im Sinne. So, und da ist also Jesus gefragt, sollen die denn Steuern zahlen, ja oder nein? Und das war eben gerade so eine Umbruchzeit und diejenigen, die eben auf das römische Reich nicht gut zu sprechen waren, die haben eben der Meinung vertreten, man sollte es nicht machen. Und hätte Jesus sich darauf eingelassen, hätten sie ihn sofort verhaftet. Und das hat er gemacht, hat das Ding also hochgehalten, hat gesagt, welches Bildnis ist auf dieser Münze, und haben die alle geschrieben, des Kaisers, und hat er dann unten Spruch geprägt, dann gibt es Kaisers, was des Kaisers ist, und gibt Gott, was Gottes ist. Hat sich also komplett aus der Steuerfrage ausgeklingt. Ja, und diese Geschichte kann man nachlesen in Markus 12, Vers 14. Und das ist also die sogenannte Zinsgroschen. Und da gibt es auch ein berühmtes Gemälde, gleichnamiges Gemälde, Zinsgroschen. Das ist genau diese Begebenheit da zu sehen. So, gut, machen wir mit dem modernen Geldsystem weiter. Wir haben also heute immer noch Gold- und Silbermünzen, die im Umlauf sind, aber eben kein Zahlungsmittel. Fragt man sich, warum das so ist. Naja, man könnte ja auch das Geld, was wir heute im täglichen Gebrauch haben, eben auch aus Silber und aus Gold herstellen. Ja, kein großes Problem. Also geht man eben ins Auto raus, legt 10 Unzen auf den Tisch und nimmt das Auto mit. Ist einfacher, wie so ein Stapel Papiergeld zählen. Ja, gibt es verschiedene Ursachen, warum das so ist. Für die Krisenvorsorge taugt jedenfalls Papiergeld nichts. Und in dem Moment, wenn die Krise kommt, ist das Papiergeld wertlos. Das haben wir also schon in mehreren Währungsreformen und Währungscrashs erlebt, dass es kein als Krisenhilfsmittel nicht taugt. So, also was sich lohnt, sind Gold und Silber ohne Seriennummer. Ne? Auch Goldbarren unterliegen eben der Einziehung. Wenn also eine Krise kommt, wird also der Staat um die Ecke kommen und wird sich die Goldbarren und Silberbarren einsammeln. Aber es gibt ja noch Gold- und Silbermünzen, die keine Seriennummern haben und die rein sind, weil die nicht reinen, sind auch registriert, also zum Beispiel der Krügerrand, während also Gold, was also keine Beimengung enthält, als Geld zählt. Das ist ja heute noch so. So, gut. Wichtig ist auch noch, dass wir es auch noch gleich mit erwähnt haben, also wenn große Unternehmen große Mengen Edelmetall zur Sicherung ihrer Geldanlagen in den Tresor legen, sollte man darauf achten, dass man Münzen nimmt und keine Barren, weil die Banken auch untereinander sich bei der Lieferung von Barren nicht vertrauen. Das heißt, die schmelzen
eine größere Lieferung auch erstmal wieder ein und stempeln das neu. Weil es eben sehr häufig vorkommt, dass hier mit Betrügereien hantiert wird. Eine ziemlich bekannte Geschichte war, als China in den USA Goldbarren gekauft hat und die Chinesen ja auch eine Amerikaner so trauen, haben die also eingeschmolzen, wie es also ein völlig normaler Vorgang. Und bei dem Einschmelzvorgang kam es dann raus, dass große Brocken drinnen liegen blieben in der Schmelze. Und da hat man das dann die rausgefischt und hat festgestellt, dass die aus Wolfram bestanden haben. Wolfram hat einen sehr hohen Schmelzpunkt, da liegt also ein paar tausend Grad höher. Gold schmilzt so bei mittleren Temperaturen. Kann man also mit dem Schweißbrenner problemlos einschmelzen. Ja, und dann kam der Schwindel raus und da war dann irgendwie bekannt geworden, dass in Fort Knox kaum noch Gold vorhanden ist und dass das alles verliest ist. Also das heißt, man hat das Gold an irgendjemand verliehen und der hat auf das Verleihen von dem Gold Geld bezahlt. Und damit hat derjenige, der das Gold hat, seine Handelsgeschäfte abgesichert, wie auch immer, oder zu was er auch immer gebracht hat, oder hat es einfach entwendet. Es ist also zu vermuten, dass die deutschen Goldreserven auch nicht mehr in Fort Knox liegen, sondern entweder verliest sind oder gestohlen wurden. Die Bundesbank hat ja schon mehrfach versucht, dieses deutsche Gold, angebliche deutsche Gold nach Hause zu holen. Man muss aber auch sagen, dass die Bundesbank nicht der Eigentümer ist. Ne? Das Gold stammt also noch aus dem Kaiserreich. Teilweise sind es noch irgendwelche Übrigbleibsel, die noch vom aus dem Nationalsozialismus stammen, wo dann irgendwann mal doch mal ein bisschen Gold da war, aber das ist nie in so einer Größenordnung da gewesen, wie es vom Kaiser ist. Also das Großteil von dem Gold ist vom Kaiser und da kann die Bundesbank kein Eigentum drauf erheben. Die kann also nur der Verwalter sein. Das muss man einfach auch wissen, dass das keine Reserven sind, die die Bundesbank zu Geld machen darf, sondern das ist das, was den deutschen Völkern oder dem deutschen Volk gehört und nicht irgendwelchen Bankern. So, das ist die sogenannte Währungsreserve des Kaisers gewesen. So, und ja, und das muss ja bei Friedensschluss zurückgegeben werden. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Grund, warum wir keinen Friedensvertrag kriegen, weil wahrscheinlich das Gold weg ist. Aber wir kommen da schon dazu. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal grundsätzlich mit dem, wie heute dieses Geldsystem funktioniert. Also heute ist es so, dass Banken ja im Prinzip vom Kreditwesen leben. Das heißt, wenn jemand sich was kaufen will, sagen wir mal 10.000 Euro, oder machen wir eine größere Summe, da kann man es einfach rechnen, 100.000 Euro, dann ist das ein sehr großer Hebel, weil die Bank selber nur einen Bruchteil dieses Geldes physisch hinterlegen muss. Und dieser Bruchteil, da liegt zwischen 1% und 10%, je nachdem, wie die Bank an sich aufgestellt ist. So, das heißt, von den 200.000 Euro wird die Bank, sagen wir mal, zwischen 10 und 20.000 Euro wirklich hinterlegen müssen. Und der Rest, der wird also dann sozusagen im Computer eingestellt und auf diesen Betrag bezahlt eben der Kreditnehmer dann seine Zinsen. Also das Geld ist gar nicht wirklich da, es wird einfach nur als Kredit ausgereicht und die Bank lebt sozusagen von den Zinsen. Und die könnte theoretisch den Kredit auch mehrfach ausreichen, also muss immer nur einen geringen Prozentsatz hinterlegen. Und wenn sie die Bank das dann so macht, dass sie zum Beispiel im Abstand von einem halben Jahr diese riesen Kredite vergibt, dann zahlt also derjenige, der zuerst seine Rate zurückzahlt, für den nächsten die Hinterlegungssumme. Also dass die Bank im Prinzip bei 100 Krediten, die sie in den letzten 10 Jahren vergeben hat, im Prinzip nur für den ersten Kredit wirklich gebürgt hat, aber auch nur zu 10%, und das andere alles durch Zinsen der vorhergehenden fälligen Kredite bezahlt ist. So, das Spielchen funktioniert natürlich dann nur so lange, wie die Leute eben liquide sind. Und wie eben die Lehman Brothers Krise 2008 gezeigt hat, kann es sehr schnell passieren, dass ein ganzer Landstrich nicht mehr liquide ist. In den USA wurden ja den Leuten regelrechte Kredite aufgeschwatzt und die Leute haben also ihr Haus und ihr Auto und im Prinzip auch ihre Einnahmen, ihre Grundlage ihrer Gewerbstätigkeit mit Kredit finanziert. Und wenn dieser Kredit dann plötzlich fällig gestellt wird, weil was weiß ich, Arbeitslosigkeit droht oder die Löhne gesunken sind oder die Inflation davongeritten ist, sind die Leute einem in Zahlungsschwierigkeiten gekommen, konnten ihre Häuser nicht zurückbezahlen und haben dann auf der Straße leben müssen.
Also ein Sozialsystem, wie es das also hier in der Bundesrepublik gibt, gibt es in den USA nicht. Und da kann man also von Himmel hoch jauchzen, zur Dose betrübt, innerhalb von einem halben Jahr sämtliches Hab und Gut verlieren. Das ist also durchaus möglich. In Deutschland ist es eher politisch begründet, wenn man mit seiner persönlichen Meinung manchen Politikern nicht passt, kann man auch ganz schnell enteignet werden. Wie das geht, erkläre ich dann in einem anderen Teil nochmal. So, wir befassen uns jetzt erstmal mit dem sogenannten Geldhandel. Also man sagt da auch Forex Exchange oder nur Forex. Das ist also immer ein Währungspaar, was da gehandelt wird. Also es wird immer eine Währung gegen die andere gehandelt. Also typisches Beispiel, Euro zu US-Dollar oder Euro zu Yen. Deswegen heißt einmal das Währungspaar Euro-Yen. Das heißt, wenn ich Euro-Yen kaufe, kaufe ich Euro und verkaufe gleichzeitig Yen. Und wenn ich Euro-Yen verkaufe, dann kaufe ich Yen und verkaufe Euro. So, da kann man sich das vorstellen, dass dieser Handel natürlich jetzt nicht damit funktioniert, dass die Leute nur dicke Geldpäckchen hin und her schieben, sondern das wird eben an der Börse gemacht. Ne? Die Börse ist also, man sagen kann, wie so ein Tauschhandelsunternehmen. Und ich habe mal heute mal diesen Kurs mal rausgesucht. Das ist also heute 23 Uhr, seht ihr hier. Da habt ihr hier diesen Sprung. Ne? So, und ich habe mal gesagt, man muss erst mal erklären. Also dieser Sprung kommt hier zustande, weil 23 Uhr der Handel einsetzt. So, und das ist jede so eine Kerze hier, ist immer eine Minute. Also man sieht, dass hier der Wert in 2 Minuten ziemlich stark gestiegen ist. Ne? So, das bleibt natürlich nicht oben, sondern es ist eben genau die Zeit, wo übers Wochenende kein Handel stattfindet. Und wenn der Handel wieder einsetzt, ist dann durch die Handelstätigkeit, ist ein Sprung nach oben. Die nächste Woche kann das mal wieder nach unten sein, ist egal. Was aber immer wieder passiert ist, wenn er in eine Richtung ausgerissen ist, dauert es nicht lange, dass er dann wieder umkehrt. So, ich habe einfach mal den Versuch gemacht, ich habe mal ein Demokonto eröffnet, das kann man ja jeder machen, und habe mal hier 2x100.000 Demo-Geld mal angelegt. Ne? Ist ja kein wirkliches Geld, nur Demo-Geld. So, und da musste ich, um das zu machen, für 200.000 Euro nur 1.000 hinterlegen. Das ist eine relativ überschaubare Größenordnung. 1.000 Euro im Monatsgehalt. So, für einen Durchschnitts, ja mindestens, ne? Selbst da, ja. Also 1.000 Euro ist keine große. So, und jetzt habe ich mal geguckt, was denn nur nach einer halben Stunde passiert ist. So, man muss sich vorstellen, der Kurs kehrt dann wieder an die Linie zurück. Habe ich jetzt mal gemacht, das mal aufgezeichnet, das ist der Ausdruck. Da sieht man, dass dann 23.37 Uhr der Kurs hier unten ist. Und allein diese kleine Spanne, also dass der Kurs hier gestiegen ist, hier rum und hier runter, hat man folgende Rechnung. Also ich habe jetzt hier mal ausgerechnet, ja, ich habe also für die 200.000 Euro, für die 37 Minuten an der Börse 1.000 Euro hinterlegen müssen. Und mein Gewinn nach dieser 37 Minuten ist 128,88 Euro gewesen. Das entspricht einem Stundenlohn von 209 Euro die Stunde. Ja, da kann man sich vorstellen, dass also ein Banker gut damit leben kann, weil er ja nicht sein eigenes Geld an der Börse einsetzt, sondern das Geld seiner Anleger. Und wenn man die Zeitpunkte kennt, also wo solche Währungssprünge auftreten, das ist also beim Einsetzen und Aussetzen des Handels, wenn der außerbörsliche Handel einsetzt, das ist also immer um 8 früh, dann um 9, wenn die Eurex aufmacht, wo der DAX gehandelt wird, kommt es zum Sprung. Es kommt nochmal ein Sprung zwischen 14 und 14.30 Uhr, wenn der Handel in USA einsetzt. Und zwar so, ist zwar kein Schlag, aber da zieht der Kurs plötzlich dann an einer Seite weg und kehrt dann erst wenige Stunden später auf den ursprünglichen Wert zurück. Auch hier kann also ein Währungsspekulant ordentlich Gewinne machen. So, wie die Sache funktioniert, kann ich auch noch mal kurz erklären. Es gibt also zwei Handelsrichtungen, Kaufen und Verkaufen. Und beim Kaufen wird also in dem Moment, wenn man diesen Button betätigt, Kaufen, wird sofort ein Verlust auf dem Konto eingebucht. Das ist das, was die Bank bekommt. Das nennt man Spread. Der ist je nach Währungspaar verschieden hoch. Beim Euro-Yen ist er, Moment, muss ich mal gucken,
drei Pips. Also das sind ein Pip ist also ein Tausendstel, wären also 3 Tausendstel, die da also an die Bank zu zahlen sind. Ja, und dann läuft der Kurs weg und die Gewinne kommen auch sehr schnell, wie man dann gesehen hat. Also die 128,88 Euro sind schon nur Reingewinn. Also die Bankgebühren und die Zinsen alle schon abgezogen. So, und nun muss man natürlich sagen, was habe ich denn in der Zeit gearbeitet? Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur das Vorwissen ausgenutzt, dass wenn der Handel einsetzt, dass der Wert wieder an den Kurs zurückspringt. In 90% aller Fälle. Und da kann man sich vorstellen, wenn das 10-mal geklappt hat, habe ich also, wenn ich immer gleiche Verhältnisse voraussetze, 1280 verdient. Und wenn es einmal schief gegangen ist, na, dann muss ich eben einmal abziehen. Da ziehe ich am 128 ab. So, also das ist ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 9 Gewinn zu 1 Verlust. Also macht 1 Verlust, macht 1 Gewinn weg. Und da kann man doch ordentlich leben davon. Es geht. Ne? Der Spekulant macht also nichts anderes. So, da muss man allerdings wissen, der Spekulant erzeugt ja, während also spekuliert er keine Werte. Und der Beamter, der schafft auch keine Werte. Ne? Der ist zwar, der verwaltet irgendwas und vielleicht ist es auch wichtig. Ich habe nicht den Eindruck, dass man dafür 16 Millionen Beamte braucht. Der Kaiser hat ja 150.000 gebraucht, aber für eine viel größere Fläche. So, das sind also eine ganze Menge Leute, die eigentlich kein am Bruttosozialprodukt, in dem Sinne nicht beteiligt sind, aber Gewinne produzieren, ja, wie auch immer, die kommen eben durch Kursspringer oder eben durch die typische Spekulation zustande und dafür Waren beziehen. Ne? Also die haben ein großes Auto, großes Haus, hübsche Frau, kostet auch Geld, eine tolle Yacht und noch eine Insel und noch einen Haufen Bedienstete. So, und die haben aber eigentlich nichts bewirkt. Ne? Also die haben einfach nur ihr Wissen ausgenutzt, wie sich ein Kurs entwickeln könnte. Und wenn er ein bisschen Erfahrung hat, hat er auch eine sehr hohe Trefferquote. Und wenn er gewisse Handelsstrategien umsetzt, hat er nicht mal ein großes Risiko dabei. Mhm. So, aber er schöpft damit keine Werte. Das heißt, gesamtgesellschaftlich, ne, trägt er nichts zum Erfolg der Nation oder des deutschen Volkes bei, sondern er hängt eben als, Parasit ist ein hartes Wort, aber was will ich immer es anders bezeichnen. Ne? Das sind eben ein gewisser Berufsstand, der als Kostenfaktor in der Gesellschaft auf der Tasche liegt. So. Und wenn eben ein System am Abgrund ist, oder beziehungsweise durch einen Krieg im Abgrund war und sich hocharbeiten will, dann kann das nicht mit Spekulation funktionieren, sondern es funktioniert dann nur mit Arbeitskraft. Dass also der eine ein Produkt schafft mit seiner Hände Arbeit, das verkauft mit einem gewissen Mehrwert und der andere, der das dann braucht, dann dafür Geld bezahlt oder es weiterverkauft. Und so durch den Handel wird sich ein Staat in der Krise sanieren können. So. Und wenn aber, wie das in Griechenland der Fall ist, so ein Staat eben kein Geld mehr kriegt, weil eben da die Geldaufnahme mit hohen Kosten verbunden ist, dann stagniert natürlich der Umlauf. Ne? So, dann muss man natürlich jetzt wissen, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass der Staat für die Geldscheine Kosten hat. Ne? Nur mal vorstellen, ein souveräner Staat wäre ja in der Lage, selbst Geld herauszugeben. Das hat zum Beispiel Gaddafi versucht, das hat auch hier in Syrien hier dieser, Assad versucht. Ne? Die wollten alle eine staatliche Währung auf den Weg bringen, wollten die sogar mit Gold hinterlegen oder mit Öl. Und das ist denen allen nicht gut gekommen, weil die Amerikaner was grundsätzlich dagegen haben, dass andere Länder eine gedeckte Währung haben, während der US-Dollar mit nichts gedeckt ist. Also es ist eine reine Vertrauenswährung. Und alle Währungen, die am Dollar hängen, sind im Prinzip auch Vertrauenswährungen, werden also genauso untergehen, wenn der Dollar untergeht. So, der Euro ist auch nichts anderes als ein Dollar mit Umrechnungskurs. So, gut. Wenn also ein Staat souverän ist, ist er in der Lage, selbst Geld herauszugeben, müsste der Staat also die 2 oder 3 Cent pro 100 Euro einmalig ausgeben und dann kann man so abschätzen, dass ein Geldschein
nach 11 oder 12 Umläufen verschlissen ist. Da ist er aber schon 1,5 Jahre unterwegs. Ja, so Mittelwert. So, das heißt, alle 1,5 Jahre müsste für die 100 Euro mal 4 Cent aufgewendet werden. Inzwischen ist aber durch Wirtschaftswachstum und auch durch den Umlauf und durch den Mehrwert eben diese vernachlässigbaren Kosten schon lange wieder eingewirtschaftet. So. Aber nun ist es halt so, dass die Bank dran verdienen soll und nicht der Staat. Und aus diesem Grund gibt es das private Geld. Ne? Der Staat muss sich also was leihen von einer Bank, was er auch hätte selber herstellen können. Aber aufgrund von Verträgen und ja, da kann man nur sagen, dient das nur dem Volk oder dient es nicht? Oder eher sagen, es dient dem Volk nicht. Ist es eben so, dass den meisten Staaten untersagt ist, eine eigene Währung zu haben. In Deutschland ist es auch so. So, also auch die D-Mark war in dem Sinne keine Währung eines souveränen Staates, sondern auch ein Zahlungsmittel, was aber zumindest den Anstrich einer Währung hatte, weil es stand auch drauf auf dem Geldschein. Also wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder Verfälschung nachgemacht hat, im Umlauf bringt, wird bestraft. So, wobei man also sagen muss, was ist denn eigentlich eine Banknote? Na, eine Banknote ist nichts anderes, als dass gegen dieser Geldschein ein Kredit verbürgt. Ne? Und das ist auch beim Euro so, allerdings gibt es dann beim Euro keine Einlöserverpflichtung. Also es ist nicht so, dass man, wenn man einen Euro einlösen will bei der EZB, die EZB dann Kredit rausgibt, der damit verbunden ist, sondern das läuft einfach ins Leere. Und deswegen ist eben der Euro nicht keine Wertaufbewahrungsmöglichkeit. Wenn ich das mit D-Mark gemacht hätte, hätte die Bundesbank die Verpflichtung, mir in der gleichen Größenordnung einen Kredit abzutreten über diese Summe. Also wenn ich also die 1.000 Euro eingezahlt habe, habe ich einen Anspruch, einen Gegenwert von 1.000 Euro, entweder Warengut von 1.000 Euro oder die Aushändigung eines Anteils eines bestimmten Kredites, der dann nach einer gewissen Laufzeit eben, ja, einen Mehrwert abwirft. Ne? So, beim Euro ist es nicht so, da gibt es weder eine Auslieferung eines Gegenwertes, noch dass der Kredit irgendwie eine Forderungsübertragung stattfindet. So, wir werden uns dann das nächste Mal noch mal ein bisschen genauer mit diesem ganzen Entstehen und Verderben des Geldsystems befassen. Machen jetzt erstmal eine kurze Unterbrechung, dass das Video nicht so lang wird.